Hallo und herzlich willkommen bei DVS TV, Ihrem Branchensender für die Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik. Und hier sind die Themen in dieser Woche. VDMA, Who is Who der Robotik und Automation, EWM, automatisiertes Schweißen bei Alvitra, Ausbildungsberuf Fügetechnische Fachkraft und DVS-Kongress 2010 in Nürnberg. Endlich ist es soweit. Beim VDMA ist jetzt der neue Branchenführer Robotik und Automation erhältlich. Roboter- und Bildverarbeitungsproduzenten sowie Hersteller von Montage- und Handhabungstechnik sind darin zu finden. Eine Matrix zeigt die Kernkompetenzen der über 200 Mitgliedsfirmen auf. Die Kontaktdaten enthalten zusätzliche Adressinformationen zu Niederlassungen in Deutschland und Asien. Erschienen ist die Publikation in 3 Sprachen: Deutsch, Englisch und Chinesisch. Unter der eingeblendeten Internetadresse kann der Branchenführer heruntergeladen werden. Dass der Einsatz automatisierter Fertigungssysteme auch in Mittelstand und Handwerk sinnvoll ist, beweist einmal mehr das Beispiel von Alvitra. Der Trierer Spezialist für Komplettsysteme rund ums Flachdach erhielt ein Schweißrobotersystem, bestückt mit einer volldigitalen Inverterstromquelle der Firma EWM. Geschweißt werden damit Bleche aus verschiedenen witterungsbeständigen Aluminiumwerkstoffen in 1,5 bis 2,5 mm Blechdicke. Im Metall-Inertgas-Verfahren mit Impulslichtbogen. Die Vorteile der automatisierten Lösung: Sie ist schneller, die Schweißqualität ist gleichbleibend hoch und ein weiterer Vorteil: Gerade im Sommer in der Haupturlaubszeit herrscht bei Alvitra Hochkonjunktur. Durch die Roboterschweißanlage werden die notwendigen Stückzahlen erreicht, auch wenn einer der 4 Handschweißer einmal nicht verfügbar ist. Mit seinen Zukunftsprojekten unterstreicht der DVS sein Ziel, in den kommenden Jahren vor allem den Nachwuchs zu fördern und die Aus- und Weiterbildung fügetechnischer Fachkräfte zu stärken. Die Initiative Ausbildungsberuf Fügetechnische Fachkraft ist eines von insgesamt 6 Zukunftsprojekten des DVS. Wir haben heute den Projektverantwortlichen hier bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Kösters. Guten Tag, Frau Dr. Rosen. Herr Kösters, wie entstand die Initiative Ausbildungsberuf Fügetechnische Fachkraft? Ja, Frau Dr. Rosen, im DVS wird seit längerer Zeit eine intensive und vor allem interessante Diskussion darüber geführt, wieder einen Ausbildungsberuf mit einer starken Schweiß- und fügetechnischen Ausrichtung anzubieten. Sehr viele DVS-Mitglieder aus Industrie und Handwerk haben sich dafür ausgesprochen. Als es dann darum ging, mit Zukunftsprojekten strategische Schwerpunkte für DVS-Aktivitäten der kommenden Jahre festzulegen, wurde die Neuauflage eines solchen Ausbildungsberufes aufgegriffen und schließlich als eigenständiges Zukunftsprojekt definiert. Sie sprechen von einer Neuauflage bzw. Wiederbelebung des Ausbildungsberufs. Warum? Früher gab es den Beruf des Schmelzschweißers, der allerdings Mitte der 90er Jahre abgeschafft wurde. An seine Stelle traten in der Industrie die Berufsbilder des Anlagen- und des Konstruktionsmechanikers, in denen schweiß- und fügetechnische Inhalte eingeflossen sind. Im DVS sind wir allerdings der Auffassung, dass es zusätzlich zu diesen Ausbildungsprofilen wieder einen Beruf geben sollte, in dem die Schweiß- und Fügetechnik den Schwerpunkt bildet. Das Ausbildungsprofil Fügetechnische Fachkraft kann dies leisten, versteht sich aber eindeutig als Ergänzung zu den vorhandenen Ausbildungsprofilen. Warum ist es denn überhaupt notwendig, diesen neuen Ausbildungsberuf ins Leben zu rufen? Die Ausbildung zum Anlagen- oder Konstruktionsmechaniker vermittelt in Theorie und Praxis nur schweiß- und fügetechnische Grundkenntnisse. In der Industrie werden aber eindeutig Anforderungen an fügetechnisches Personal gestellt, die Fachkenntnisse erfordern. Und diese Anforderung möchten wir mit diesem neuen Ausbildungsberuf erfüllen. Wie wird der Bedarf außerhalb des DVS eingeschätzt? DVS intern wissen wir, dass Bedarf an einem solchen Ausbildungsberuf besteht. Die bundesweite Nachfrage muss aber noch ermittelt werden. Deshalb haben wir gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall im April das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung in Nürnberg mit einem unabhängigen Bedarfsgutachten beauftragt. Bis Ende Januar nächsten Jahres werden die Ergebnisse dieser Analyse vorliegen. Ich bin mir sicher, dass sich der Bedarf des Ausbildungsberufes fügetechnische Fachkraft bestätigen wird. Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge?
Zurzeit laufen Interviews mit Unternehmen, Berufsschulen, Kammern, Verbänden und Institutionen. Auch Fallstudienunternehmen werden bereits durchgeführt und beides dient dazu, das momentane Ausbildungsspektrum zu analysieren. Die Ergebnisse der Interviews und Fallstudien werden unter anderem in zwei Workshops diskutiert und bewertet. Der erste Workshop fand bereits am 26. August statt. Ein zweiter ist für den Herbst geplant. Teilnehmer des Workshops sind Vertreter aus Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Verbänden. Sollten insbesondere Unternehmen Interesse haben, sich an dieser Diskussion zu beteiligen, so lade ich Sie herzlich dazu ein. Ja, Herr Kösters, ganz herzlichen Dank für diese Informationen. Und wir werden unsere Zuschauer selbstverständlich weiterhin über dieses Projekt informieren. Wir haben für Sie die E-Mail-Adresse von Herrn Kösters eingeblendet, unter der Sie mit ihm Kontakt aufnehmen und sich an der Diskussion beteiligen können. Vom 26. bis 28. September lädt der DVS die Fachwelt der Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik nach Nürnberg ein. Der DVS-Kongress 2010 vereint mehrere Veranstaltungen unter einem Dach. Die große schweißtechnische Tagung, den Studentenkongress, das Statusseminar Schneidtechnik und das Abschlusskolloquium eines AIF-Forschungsclusters. Wer sich umfassend über anwendungsbezogene Fachinhalte informieren möchte, ist hier richtig aufgehoben. Übrigens, Anmeldungen zu ermäßigten Preisen sind noch bis zum 8. September möglich. So viel von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Ihr DVS-TV-Team.